So, ich denke, wir können starten. Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Natural One and Only. Entdecken Sie die neue Entwicklungsumgebung. Ich freue mich, dass Sie heute an unserem Webinar teilnehmen. Mein Name ist Markus Jolcic und ich bin Ihr Moderator für dieses Online-Meeting. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen und Sie können die Folien auch sehen soweit. Wenn es noch irgendwelche Probleme jetzt gibt, bitte machen Sie sich dann kurz bemerkbar. Ich versuche dann noch zu helfen. Am besten kurze Mitteilung im Chat, dann können wir noch eventuell unterstützen. Ansonsten vorab ein paar kleine organisatorische Hinweise. Wir haben die Telefonleitung erstmal zu Beginn alle stumm geschaltet für die Teilnehmer, damit wir keine Hintergrundgeräusche haben und so weiter und dass Sie gut der Präsentation folgen können. Wenn Sie noch irgendwelche Probleme haben, dann wie gesagt kurz melden. Ansonsten werden wir auch das ganze Webinar aufzeichnen und Sie können sich dann auch im Anschluss nochmal auf softwareag.com unter Webinars on Demand die Aufzeichnung ansehen, beziehungsweise es wird auch nochmal eine E-Mail im Anschluss an das Webinar geben mit dem Link zum Recording. Wenn Sie Fragen haben inhaltlicher Art zum heutigen Vortrag, dann können Sie die auch jederzeit während der Präsentation stellen, am besten über den Chat oder über den Q&A-Panel von Webex. Und wir sammeln dann die Fragen und werden die dann am Ende der Präsentation in der Frage- und Antwortrunde von unseren Adabas Natural-Experten beantworten lassen. Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, dann während der Fragerunde sich selbst zu unmuten und dann auch gern Ihre Frage persönlich an uns zu stellen. Zunächst möchte ich aber jetzt gern mal den Spieß umdrehen und Sie fragen, woher Sie denn kommen. Ich sehe, wir haben schon jede Menge Teilnehmer. Vielleicht schreiben Sie einfach mal ganz kurz in den Chat, von wo Sie sich heute einwählen, von welchem Standort. Ich selbst sitze in Berlin. Einige Kollegen, die heute präsentieren, Darmstadt. Und vielleicht schreiben Sie einfach mal kurz in den Chat, dass Sie das schon mal getestet haben, von wo Sie sich einwählen. Und dann werden wir auch in Kürze anfangen. So, in der Zwischenzeit möchte ich schon mal ganz kurz unsere heutigen Sprecher vorstellen. Also unsere erste heutige Sprecherin ist Frau Angelika Siffring. Frau Siffring ist Senior Vice President für Adabas Natural Marketing und Produktmanagement bei der Software AG und schon seit über 27 Jahren im Unternehmen. Frau Siffring ist außerdem noch Mitglied im globalen Kernteam für Adabas Natural 2050 und seit knapp 10 Jahren verantwortlich für die gesamte Produktstrategie von Adabas und Natural. Dann unser zweiter heutiger Sprecher ist der Herr Zvonimir Ivanetic. Herr Ivanetic ist seit über 10 Jahren schon bei der Software AG und auch Mitglied im globalen Kernteam für Adabas Natural 2050 und seit diesem Jahr als Customer Success Architect zuständig für den Erfolg unserer Adabas Natural Kunden. Dann haben wir als dritten Sprecher heute noch Herrn Marc Vitor. Herr Vitor ist Vice President Consulting für unseren Consulting-Bereich, schon seit über 23 Jahren tätig und hier ebenfalls Mitglied im globalen Kernteam für Adabas Natural 2050. Und er wird Ihnen dann als drittes nochmal die genauen Umstiegsmöglichkeiten erläutern. Mein Name ist Markus Jolcic, ich bin heute Ihr Moderator und ja, begrüße Sie ganz herzlich in unserem Webinar. So, jetzt haben wir bisher keine Meldungen, von wo Sie sich heute einwählen. Ich hoffe aber, dass das jetzt nicht bedeutet, dass der Chat nicht funktioniert. Aber ich sehe zumindest, dass wir jetzt jede Menge Teilnehmer haben. Jetzt insgesamt bei 20 Teilnehmern. Das ist, denke ich, eine gute Basis. Dann können wir jetzt anfangen. Und dann übergebe ich jetzt als erstes das Wort an Frau Siffring. Angelika, bitte. Ja, vielen Dank, Markus, für die einleitenden Worte und auch von mir einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Im Rahmen der Adabas Natural 2050 Plus Agenda hat die Software AG ja angekündigt, dass wir den Betrieb und die Weiterentwicklung der gemäß einer Kundenumfrage in fast allen Fällen geschätzten
geschäftskritischen Adobe Natural Anwendungen bis zum Jahr 2050 und darüber hinaus sicherstellen wollen. Markus, wie komme ich jetzt hier weiter? Einfach oben klicken. Ja, danke. Ja, die Adobe Natural Produktstrategie unterstützt das natürlich und das auch nicht erst seit jetzt, seit wir diese Adobe Natural 2050 Plus Initiative angekündigt haben, sondern über all die letzten Jahre, wo ich dafür verantwortlich bin, war das immer schon das Ziel, die Hindernisse, die Kunden sehen, um ihre Anwendungen in die Zukunft zu bringen, aus dem Weg zu räumen. Zum Beispiel adressieren wir das durch die Optimierung der Infrastrukturkosten. Also wir erlauben zum Beispiel durch Rehosting oder auch durch die Nutzung von ZIP-Prozessoren die Optimierung der Kosten und haben auch Angebote, um den Betrieb der Anwendungen zu optimieren. Wichtig ist natürlich auch, die Anwendungen zu modernisieren, damit sie auch bei den Benutzern Akzeptanz finden, zum Beispiel über die Bereitstellung von browserbasierten User-Interfaces oder auch mobil, für mobile Geräte mit responsive UIs zum Beispiel. Zur Modernisierung gehört unter Umständen auch, die Anwendungen zu integrieren und damit die Basis zu legen, dass diese geschäftskritischen und differenzierenden Anwendungen mit ihrer Business-Logik auch zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, Initiativen zur digitalen Transformation zu starten. Und daran kommt heute ja wirklich fast keiner mehr vorbei. Wenn es um die langfristige Sicherung der Zukunft von Adobe Natural geht, wird aber das erfolgreiche Managen des Generationswechsels zunehmend von Bedeutung. Denn die heutigen Experten, Natural-Entwickler, Adobe DBAs, sind in vielen Fällen schon lange dabei und begleiten und betreuen diese Anwendungen und stehen jetzt nicht mehr so weit von der Rente weg. Von daher, wenn wir wirklich das Thema ernst nehmen und Richtung 2050 plus denken, dann ist der Generationswechsel von entscheidender Bedeutung. Und ein weiteres Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Thema DevOps. Und das soll ja heute auch unser Thema sein. Warum DevOps? Die Fachabteilungen und auch die Entscheider im Unternehmen, die beurteilen die Qualität von Anwendungen nicht nur nach ihrer Stabilität oder wie gut sie die Geschäftsprozesse unterstützen, sondern eben auch, wie schnell können neue Anforderungen umgesetzt werden und bedient werden. Und genau darauf zielt DevOps ab. DevOps ist ein Kunstwort, das gebildet wurde aus Development und Operations. Und das genau sagt auch aus, worum es geht. Es ist eigentlich mehr eine Philosophie als Methoden oder Tools. Und es geht dabei um das Zusammenbringen von Development, also Entwicklung und Betrieb der Anwendung. Und zwar auf mehreren Ebenen, sowohl auf der Tool- als auch auf der Prozessebene, aber eben auch auf organisatorischer Ebene. Also es ist ein ganz umfassendes Konzept oder Philosophie, die das Ziel hat, schneller neue Funktionalität oder auch Korrekturen in kürzeren Zyklen und mit verbesserter Qualität in die Produktion zu überführen. Das ist so in ein paar Worten des DevOps erklärt. Und wir beobachten auch, dass viele Kunden DevOps bereits in ihren Unternehmen einsetzen, in ihren Organisationen, nur nicht bei Natural-Entwicklung.
Oft ist es auch ein Fehlen von Informationen, dass DevOps mit Natural durchaus möglich ist und von einigen Kunden auch erfolgreich praktiziert wird. Voraussetzung dafür ist die Nutzung von Natural One. Natural One ist bestens integriert mit allen gängigen Tools, die in der DevOps-Philosophie Anwendung finden, die Unternehmen nutzen, um DevOps umzusetzen. Sie sehen hier auf dieser Folie einige davon gelistet. Natural One bietet aber mehr als nur die Unterstützung von DevOps. Natural One ist eine moderne, Eclipse-basierte Entwicklungsumgebung, die zum Beispiel auch das Entwickeln im Team unterstützt, die unterstützt die Versionierung über repository-basierte Entwicklung, umfangreiche Unterstützung für Testing, Unit-Testing oder Debugging ist ebenfalls vorhanden. Und es ist eine Entwicklungsumgebung, wie sie junge Entwickler, die neue Entwicklergeneration erwartet. Neue Entwickler erwarten auch, in modernen Entwicklungsprozessen zu arbeiten. Das heißt, um neue Entwickler für die Natural-Entwicklung zu gewinnen, ist es wichtig, ihnen eine moderne Umgebung, aber auch moderne Entwicklungsprozesse und Methoden anzubieten. Wenn dann noch der Punkt dazu kommt, dass sie ja an wirklich geschäftskritischen Anwendungen mitwirken, die für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, dann wird das Gewinnen neuer Entwickler und der Generationswechsel gelingen. Und es haben einige Kunden das bereits auch bewiesen. Wir haben Kunden, bei denen ist der jüngste Entwickler gerade mal 18 Jahre alt. Diese Kunden haben erfolgreich DevOps auch für die Natural-Entwicklung eingeführt. Sie haben die Prozesse automatisiert und zwar vom Spezifizieren der Anforderungen über das Entwickeln selber und die Integration und das Testen, das kontinuierliche Testen und bis zur Inbetriebnahme in der Produktion. Und dann gibt es wieder eine Schleife zurück, wenn Probleme in der Produktion auftreten, dann werden auch diese Störfälle wieder über den gleichen automatisierte Prozesskette auch bearbeitet. Die Ergebnisse, die diese Kunden erzielt haben, die Einsparungen an Kosten und an Zeit, die Sie hier auf der Folie sehen, die können sich wirklich sehen lassen. Also warum machen nicht alle schon DevOps und nutzen Natural One? Natural One gibt es seit 2010, aber viele Kunden setzen es noch nicht ein. Die Frage ist, warum? Teilweise ist es vielleicht nicht bekannt oder es gibt Hindernisse. Das war jetzt ein bisschen schnell in der Hindernisse in der Entwicklung, die sich auf Greenscreen halt auch sehr effizient bewegt. Aber diese Greenscreen-Entwicklungsumgebung isoliert die Natural-Anwendungsentwicklung und die beträgt das Image, dass Natural nicht zukunftsfähig sei und man damit DevOps nicht einsetzen könnte und eben auch keine neuen Nachwuchskräfte gewinnen kann. Deswegen wollen wir, nachdem wir ein überwältigendes, positives Feedback von Kunden dazu bekommen haben, jetzt diesen Umstieg auf Natural One beschleunigen. Dadurch, dass wir Natural One zur alleinigen Standard-Default-Entwicklungsumgebung für Natural machen wollen. Beginnend mit der Version 9 im Oktober nächstes Jahr wird die Greenscreen-Entwicklungsumgebung nicht mehr
verfügbar sein. Zumindest nicht als Default-Entwicklungsumgebung. Die Standard-Default-Entwicklungsumgebung wird dann nur noch Natural One sein. Und zwar gilt das für Mainframe genauso wie für Linux oder Unix. Kunden erhalten dann im Austausch für den alten Greenscreen-Editor für diese Greenscreen-Entwicklungsumgebung in Natural One und den dazugehörigen Development-Server. Sie können heute schon loslegen. Natural One ist erwiesenermaßen bereit, denn es gibt, wie gesagt, etliche Kunden, die das bereits erfolgreich tun, die auch ihre komplette Entwicklung für die Anwendungen, die nach wie vor auf dem Mainframe laufen, nur noch im gesamten Unternehmen mit Natural One machen. Ein paar Einschränkungen gibt es, zum Beispiel dann, wenn Sie sehr Mainframe-spezifische Dinge tun, also spezifischen Code, der nur auf dem Mainframe ablauffähig ist, in der Anwendung haben, zum Beispiel bei Tausam, DL1 oder auch das Remote Job Entry. Dann ist die Einschränkung, dass Kompilieren und Test nicht lokal auf dem Entwickler-PC funktionieren, sondern nur remote auf dem Mainframe möglich ist. Und eine weitere Einschränkung sind Natural Windows-Anwendungen, da das Natural Windows GUI mit Natural One nicht wirklich gut unterstützt wird. Ab Oktober 2018, wie gesagt, gibt es dann nur noch Natural One als Default-Entwicklungsumgebung. Und es werden bis dahin auch noch einige Erweiterungen in Natural One verfügbar werden, die zum einen das lokale Kompilieren und Testen für Mainframe-spezifischen Code ermöglichen sollen und zum anderen auch noch weitere Verbesserungen im Bereich der kontinuierlichen Integration und des kontinuierlichen Einführungs in die Produktion bringen werden. Natural Version 8 steht noch bis Ende 2020 zur Verfügung. Wir haben also das Wartungsfenster ein wenig verlängert für diejenigen Kunden, die etwas länger brauchen, um jetzt auf Natural One umzusteigen. Sie finden zu dem Thema weitere Informationen einmal auf der Adabas Natural 2050 Website. Die URL habe ich Ihnen hier mit reingenommen. Da finden Sie zum Beispiel Videos von einem Kunden, der das Ganze erfolgreich umgesetzt hat und der Tipps gibt, wie man junge Entwickler für die Natural-Entwicklung, auch für Natural-Anwendungen, die auch im Mainframe laufen, gewinnen kann. Und zum anderen gibt es einen Artikel zu dem Thema, der auch im Bereich mit häufig gestellten Fragen enthält, wo Sie auch noch mehrere Informationen finden. Das ist ein Blog, wo Sie gerne auch Kommentare abgeben können, wenn Sie zu dem Thema Fragen haben oder einfach nur Ihre Meinung kundtun wollen. Und damit werden wir jetzt stärker ins Detail einsteigen, wie das aussieht, Natural One mit DevOps. Ich übergebe an meinen Kollegen Polymer Ivanetisch. Ja, hallo, mein Name ist Polymer Ivanetisch. Ich hoffe, mich kennen alle Herren. Ja. Danke, Angelika, für die einleitenden Worte zu dem Thema Adabas Natural und Natural One und unserer Strategie im Hinblick auf die Entwicklung der Entwicklungsumgebung und der ganzen Natural und Adabas-Thematik. Ich möchte jetzt an der Stelle eingehen in das Thema DevOps im Detail. Denn wir sehen das so, dass insbesondere die Einführung von Natural One maßgeblich einhergeht mit der Einführung zu DevOps. Denn insbesondere für Kunden, die in dem Greenscreen-Umfeld aktuell tätig sind, geht damit auch eine massive Änderung der Prozesse und auch der Toolchain einher im Vergleich zu dem, was bisher da ist. Ich sehe auch eine Frage zum Thema Spot, auf die ich vielleicht gleich eingehen kann. Natürlich wird das Thema Spot auch weiterhin unterstützt durch Natural for Studio, aber die ganzen Innovationen auch hinblicklich zu DevOps fließen in Zukunft alle in die Natural
One-Entwicklungsumgebung. Daher ist das unsere zukünftige Plattform für alle Entwickler und für alle Plattformen. Und deshalb gehen wir heute weniger auf die Feature-Liste vom Natural One im Detail ein. Dafür würde auch der Zeitrahmen nicht reichen, sondern wir wollen über die Änderungen, die auf unsere Kunden zukommen, mit Einführung von Natural One und DevOps uns konzentrieren. So, und als erstes möchte ich hier mal den Natural DevOps Circle nochmal zeigen, den wir auch vorhin schon hatten, aber ein bisschen im Detail, um die verschiedenen Komponenten zu beleuchten, die wir hier sehen und die da zu einem Entwicklungsprozess mit DevOps gehören. Der erste Punkt ist oben rechts, das ist das Change Management. Das heißt, in einem DevOps-Umfeld beginnen sämtliche Entwicklungen mit einem Change und Requirement Management, welches in Tools wie zum Beispiel Atlassian Jira oder einem Redmine erfasst werden und im Prinzip damit der Startschuss beginnt, um überhaupt Entwicklungen anzutreten. Infolge dieser Issues, die quasi erstellt wurden, folgt dann das Team Development. Das bedeutet die Entwicklung im Team, in mehreren Teams, um Features zu implementieren, die durch das Requirements Management entstanden sind. Und hier beginnt die neue Entwicklung mit einem Source Code Management System, was natürlich auch eine große Änderung für unsere Kunden mit sich bringt, die bisher in einem F-User-basierten Entwicklungsumfeld tätig sind. Denn dieses Source Code Management ist in Zukunft, hat im Prinzip die Hoheit über den Quellcode und nicht mehr die F-User-Daten, die sich in den entsprechenden Umgebungen befinden. Dazu kommen gleich noch ein paar Architekturpräsentationen. Ich möchte jetzt ein bisschen in diesen Circle noch eingehen. Wenn diese Änderungen an diesem Quellcode quasi gemacht sind, was ein System wie Git oder Subversion darstellt, dann tretet das in einem DevOps-Circle automatisierte Prozesse an, die dann im Nachgang stattfinden. Beispielsweise die statische Code-Analyse, ein Verfahren, welches eingeführt werden kann, um zu gewährleisten, dass alle Entwickler sich an bestimmte Vorgaben im Hinblick auf die Qualität des Codes halten. Dann, ganz wichtig, ein Continuous Integration Deployment Prozess, der die Anwendung, die eingecheckt ist, in das Source Code System baut und deployt. Hier kommen Tools, CI-Tools wie Jenkins oder Bamboo zum Einsatz, welche dann diese Änderungen, die gemacht wurden, bauen und deployen, um relativ schnell Fehler feststellen zu können, die beim Einchecken durch die neue Entwicklung stattgefunden haben. In einem weiter anspruchsvolleren Szenario, wo auch Automatisierung von Tests bereits stattgefunden hat, kann dann auch schon jetzt im Natural One-Umfeld, beispielsweise mit Einsatz von SOAP-UI, Webservice-basiert getestet werden, aber natürlich auch im Natural One-Umfeld mit Unit-Tests von Natural Tests, die bereits in Natural One genutzt werden können. Weiter geht dann diese Entwicklung hin zu einem Continuous Deployment-Prozess. Das heißt, das erfolgreiche Testen unserer Anwendung, welches dann im Bauen von Artefakten mündet, das sind Artefakte, die dann zum Deployment gehören. Das wäre im Natural-Umfeld zum Beispiel ein F-User, der dann zum Deployment geht. Oder bei einer hybriden Anwendung vielleicht noch Java-Komponenten, eine Web-Anwendung, die dann die Natural-Komponenten anbindet oder auch ESB oder NTRX-Komponenten, die dann gebaut werden können und dann Richtung Deployment gehen. Diese Artefakte können in einem Repository wie einem JFrog hinterlegt werden und dann, um auch hier ein bisschen zukunftsweisend zu sein, das Thema Docker ins Spiel zu bringen, wo es dann schon weiter in die Zukunft geht im Hinblick auf die Themen Containerisierung. So, der erste Schritt, wo wir denken, den unsere Kunden aber gehen müssen, insbesondere die, die noch auf grünen Bildschirmen sind, ist das Repository-basierte Team Development mit Continuous Integration. Hier sehen wir den ersten Schritt, den unsere Kunden in diesem Umfeld bestreiten werden, und der beginnt damit, dass wir
eine Umgebung haben, wo Entwickler mit Natural One über einen Development Server mit der Natural Umgebung, der Entwicklungsumgebung kommunizieren. Für Spot-Entwickler ist dieses Schaubild nicht neu. Natural Studio arbeitet ganz genauso. Aber für das Greenscreen Development beginnt hier schon die erste Veränderung in der Architektur. Das heißt, die Entwickler arbeiten auf ihrer eigenen Workstation und können sich dann mit der Entwicklungsumgebung praktisch verbinden. Aber das Entscheidende, auch insbesondere im DevOps-Prozess, ist die Einführung eines Repositories. Das bedeutet, ein zentrales Repository wie Git oder Subversion wird eingeführt in den Prozess und bekommt ab sofort die Hoheit über den Quellcode. Das heißt, maßgeblich ist nicht mehr der Quellcode, der sich in der Entwicklungsumgebung oder der Testumgebung oder in Produktion selbst befindet, sondern der Quellcode, der in den entsprechenden Branches innerhalb des Repositories liegt. Der Entwickler, der damit arbeitet, konzentriert sich damit nicht mehr auf den F-User-basierten Code, sondern auf den Code im Repository. Und damit wird ein Copy-Modify-Merge-Model eingefügt. Das ist die neue Art zu arbeiten, die damit anfängt, dass jeder Entwickler zunächst einmal eine lokale Kopie des Quellcodes aus dem Repository hat und Änderungen isoliert praktisch in seiner eigenen Entwicklungsumgebung durchführen kann. Und hier beginnt auch die Stärke, das heißt, jeder Entwickler kann isoliert an eigenen Komponenten Modifikationen machen, kompilieren und testen und hier unter Zuhilfenahme verschiedener Möglichkeiten wie der Private Mode Library oder dem Separieren von F-Usern parallel zu allen anderen Entwicklern seine Features implementieren. Das heißt, das Locking-Prinzip, welches auf dem F-User bisher bekannt war, ist in diesem neuen Ansatz in DevOps nicht mehr relevant und vorhanden. Sind die Änderungen, die er dann gemacht hat, soweit abgeschlossen, werden diese in das Repository committed oder gepusht im Git-Umfeld, was dann wiederum automatisiert über ein Continuous Integration über Jenkins zu einem Deployment und der Konsolidierung des Entwicklungsstandes hin in die zentrale Entwicklungsumgebung oder auch weitere Entwicklungsumgebungen führt. Dies ermöglicht von diesem Prozess dadurch auch, dass multiple Entwicklerteams parallel arbeiten können. Das heißt, durch eine entsprechende Strukturierung im Repository, durch Branches, Feature-Branches, Wartungsbranches können im Prinzip parallel Entwicklungen stattfinden und das Ganze im Ende mit Hilfe der Tools des Versionierungssystems zusammengeführt und konsistent gehalten werden, ohne dass sich die Entwickler in ihren einzelnen Entwicklungen blockieren. Hier mal ein Beispiel von der Architektur, nochmal von dem Ablauf von einer anderen Perspektive in einem Linux-Umfeld betrachtet. Zunächst wichtig, insbesondere im DevOps-Umfeld, ist das Require und Change Management. Das bedeutet, in der vollständigen Umsetzung von DevOps ist keine Aktivität am Quellcode möglich oder gedacht, ohne dass es dazu ein Issue in einem Require- oder Change-Management-System zu gibt. Und erst infolge dieses Prozesses entstößt ein Entwickler überhaupt erst einen Arbeitsprozess an. An dieses Requirements-Change-Manager ist man die Kette gekoppelt, die wir eben schon gesehen haben. Das heißt, wirkt Developer, die auf einem Dev- oder Testsystem arbeiten, über den NDV, ein Repository mit verschiedenen Branches und auch eine Integrationsmaschine wie ein Jenkins, welche dann automatisiert die Anwendungen baut, automatisiert testet und dann konsolidiert in Dev- und Testumgebungen bereitstellt. Und da gehen wir den Schritt weiter im Hinblick zum Deployment. Das heißt, sind die Branches, die dann nach Produktion übertragen werden, im Prinzip bereit und committed und abgenommen in einem Require und Change Management, wird ein Build-Prozess angestoßen, der dann die Anwendungen im Prinzip baut, die Assets, die notwendig sind, um die Anwendungen auszuführen. Das ist
im Natural-Umfeld im Wesentlichen der F-User, der dann quasi deployed wird. Und dieser wird dann in einem Artifactory, einem Binary Repository abgelegt, um von dort die Produktionslegung dann in die Staging- oder Prot-Umgebung zu veranlassen. Dies unter dem Hintergrund, dass man den NDV-Server als Komponente nicht im Deployment-Prozess integrieren will und damit auch nicht auf Staging- und Prot-Umgebungen betreiben möchte. Hier gibt es praktisch eine Deployment-Strategie der F-User über ein Binary Repository im Linux-Umfeld heraus. Jetzt haben wir natürlich auch viele Kunden im Mainframe- und ZOS-Umfeld. Und hier ist insbesondere wichtig zu verstehen, dass auch für die ganzen ZOS- und Mainframe-Kunden sich hier der Entwicklungsprozess ändert. Das heißt, auch hier gilt für Dev und Test jetzt der Ansatz des DevOps, der eingeführt werden sollte, mit all seinen Vorteilen. Aber bei dem Deployment möchten wir hier die Nutzung bestehender Deployment-Tools weiterhin beibehalten. Hier wird quasi innerhalb dieses Deployments nur eine Asset-Liste generiert, der zu deployenden Natural-Module. Und dann können etablierte und auch bestehende Deployment-Tools genutzt werden, um dann die verschiedenen Stages und die Übertragung der Module über die verschiedenen Stages zu realisieren. Gut, so viel zum Prozess, der eingeführt wird. Und jetzt noch ein paar Worte zu den Benefits, die damit einhergehen. Denn das ist immer die zentrale Frage, warum machen wir das? Und das ist ein bisschen aufgespalten nach den drei Stakeholdern. Zunächst haben wir den CIO. Der CIO hat natürlich das große Interesse, dass er schneller auf die Anforderungen seiner Fachbereiche reagieren kann und damit die agile Entwicklung in seinem Unternehmen ermöglicht wird. Gleichzeitig unterstützt DevOps die bessere Skalierung von Entwicklungsteams und insbesondere die Harmonisierung in der Entwicklung zwischen Change Management und den Development-Prozessen, da oft die Entwicklung in anderen Bereichen wie Java oder .NET schon längst nach diesen Prozessen stattfindet, werden Natural immer noch so ein bisschen wie das Stiefkind betrachtet wird, das immer noch nach diesen alten Verfahren arbeitet. Und das muss nicht sein. Und auch wichtig, das Risiko, dass man keine Nachwuchskräfte mehr bekommt, die in diesem Umfeld sinken, sinkt dadurch massiv, denn die Attraktivität, in einer Umgebung wie Natural One zu arbeiten, mit großen Bildschirmen, intelligenten Editoren, unterscheidet sich kaum noch von der Umgebung in einem Java-Umfeld. Es wird einfach nur eine andere Programmiersprache und eine andere Datenbank, die man einsetzt, aber die Prozesse, die Toolchain, die man hier einsetzt, ist für alle im Prinzip identisch. Und damit natürlich auch attraktiv für jemanden, der hier in diesem Umfeld arbeitet. Der Application Owner hat die Benefits, dass das Change Management, was im DevOps-Umfeld eingeführt wird, für ihn zu einer deutlich höheren Transparenz führt. Es kann eine Historie geführt werden und ein Tracking aller Änderungen, die an Quellcode und an den Anwendungen stattfinden, gemacht werden. Dann ganz wichtig natürlich auch das parallele Entwickeln, welches unterstützt wird und damit das schnellere Implementieren von Features. Ebenfalls kommt man mit diesem Prozess deutlich schneller in Produktion, insbesondere wenn natürlich auch ein Continuous Deployment Prozess implementiert ist. Und ganz klar auch eine höhere Qualität und ein reduzierter Testaufwand. Die höhere Qualität allein schon dadurch, dass wenn man Fehler macht, merkt man sie viel schneller durch einen Continuous Integration Prozess. Und natürlich, wenn Continuous Testing, das heißt automatisierte Tests in hohem Grad umgesetzt sind, steigt die Qualität selbstverständlich auch. Und dann haben wir natürlich ganz wichtig auch den Application Developer. Für ihn selbst steigt durch den Prozess die Produktivität und die Qualität durch Nutzung der Eclipse- und Repository-basierten Tools. Er selbst hat
keine Auswirkung mit seiner Arbeit auf andere Entwickler und kann isoliert in einem DevOps-Prozess mit Natural arbeiten, ohne durch Locking blockiert zu werden. Ebenfalls hat für ihn die Historie aller Änderungen, das Vergleichen von Versionen, die Möglichkeit, zu alten Versionen wieder zurückzugehen, einen erheblichen Vorteil. Dahingehend all die Änderungen, die er selbst und andere gemacht haben, besser verfolgen zu können, was auch für jeden Entwickler einen deutlichen Vorteil mit sich bringt. Und natürlich die Vorteile der Natural One-Umgebung an sich, die ja ein deutlich besseres Debugging hat, weitere Optionen wie Code Profiling oder Code Coverage anbietet. Bei Code Profiling geht es um die Performance der Applikationen, die man feststellen kann beim Durchlaufen der ganzen Module. Beim Code Coverage geht es um den Testabdeckungsgrad im DevOps, um quasi festzustellen, wie gut ist die Abdeckung meiner Tests. Durchlaufe ich da vielleicht nur 5% meiner wirklichen Module oder vielleicht 90, was sehr gut wäre. Und ganz klar die intelligenten Editor-Funktionalitäten vom Natural One, wie das Syntax-Highlighting oder die Dependencies, um Abhängigkeiten zu sehen. Das sind alles Vorteile dieser Umgebung, in diesem Prozess, die sich auf alle Entwickler niederschlagen. Gut, damit wäre mein Einstieg in das Thema DevOps im Detail mit Natural One fertig. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, dann übernehme ich hier aus dem Bereich Beratung, Marc Vitor. Ich werde im nächsten Schritt mit Ihnen kurz durchgehen, wie Sie die gesehenen Architekturen und Änderungen und Prozesse dann auch in Ihrem Unternehmen umsetzen können, welche Trainingsangebote wir Ihnen an die Hand geben, um die Details zu lernen, wie es denn wirklich geht und die Skills auch in Ihre Mannschaft zu bekommen, damit das Ganze dann auch fliegt. Und der letzte Schritt wird ein Angebot sein, wie Sie flexibel Beratungsunterstützung von uns einkaufen können, um im Prinzip im Bedarfsfall sehr schnell reagieren zu können. Wir haben für unsere Kunden, die sich in Richtung DevOps und Natural One bewegen, ein Beratungspaket geschnürt. Im Rahmen unserer Vorgehensmethodik, die wir Prime nennen. Dort haben wir ein Paket, was sich damit beschäftigt, Ihnen die einzelnen Schritte an die Hand zu geben. Wie läuft dieses Repository-basierte Entwickeln im Team? Wie läuft Continuous Integration? Was sind die einzelnen Aktivitäten, die ich Schritt für Schritt durchführen muss? Übers Testen, übers Continuous Deployment, sodass Sie wirklich, ich sag mal, eine Anleitung haben, die es Ihnen ermöglicht, die ganzen Aktivitäten auch in der richtigen Reihenfolge auf Basis unserer Erfahrungen und Tipps und Tricks dann auch im Detail umzusetzen. Was sind die Herausforderungen, die dieses Beratungspaket Ihnen adressiert? Es sind die Dinge, die wir, ich sag mal, von der Angelika und vom Sony mir gehört haben. Das heißt, die klassische Art und Weise erfüllt nicht mehr das, was unsere Kunden und, ich sag mal, die Fachbereiche und der IT-Chef heute erwarten, dass entsprechend schnell und zügig entwickelt und umgesetzt werden kann, dass wir entsprechend schnell auch die Tests mit hoher Komplexität dann auch durchführen können. Und das im Prinzip im Einklang mit der geänderten Altersstruktur, dass wir auch wirklich junge Entwickler begeistern können, mit Natural zu arbeiten, im Team mit den erfahrenen Kollegen natürlich und das in einer, ich sag mal, sehr agilen und flexiblen Arbeitsumgebung. Was sind die Kernfragen, die wir mit unseren Kunden diskutieren müssen und wollen? Das heißt, was sind die Ziele, die Ihr Unternehmen sich wirklich setzt, um DevOps mit Natural One einzuführen? Was sind die Kernvorgaben? Ist es das Thema Zeit? Ist es Schnelligkeit? Ist es Qualität? Ist es Kostenreduktion? Ist es das Thema
ja, Generationenwechsel, hier wirklich das zuzuschneiden auf Ihre spezifischen Anforderungen. Wie passt das Ganze auch in Ihre, ja, ich sag mal, vorhandene Toolchain hinein? Das heißt, was sind die Werkzeuge, die Sie heute einsetzen? Ist es ein Jenkins? Ist es ein Git? Was sind dort die, ja, Produkte, die ja, mit Erfahrung in Ihrem Unternehmen bereits genutzt werden? Und wie kann man auch den Erfolg nachher messen einer solchen Initiative? Wir haben uns das Ganze in drei Phasen geteilt, das heißt, die wir gerade eben auch schon mal im Detail gehört haben. Das heißt, die erste Phase richtet sich primär an das Thema, ja, Teamentwicklung, nicht Team, Entwicklung im Team, so, und das Thema Continuous Integration. Die Phase 2, die wir adressieren, ist das Continuous Deployment und die Phase 3, das Continuous Testing. Diese Aufteilung in drei Phasen ist das, was es unseren Kunden ermöglicht, auch, ich sag mal, in überschaubaren, klar abgegrenzten Schritten das Thema anzugehen. Jede einzelne Phase bringt Erfolge und auch eine, ich sag mal, sehr schnelle Lernkurve, sodass wir nicht alles in einem, ich sag mal, großen Big Bang angehen müssen, sondern dem Kunden auch die Zeit geben, das entsprechend zu verarbeiten. Die Phase 1, wenn wir uns das anschauen, sehen Sie auf der Folie zum einen, wie lange solche Projekte bei unseren Kunden aktuell dauern. Das heißt, hier reden wir, ich sag mal, von 4 bis 6 Wochen, um ein repository-basiertes ja, Entwicklung im Team umzusetzen, plus das Thema Continuous Integration. Wir sehen auch die typischen, ja, Aufwände auf Ihrer Seite, um die Umgebungen zu installieren, einzurichten, zu konfigurieren und auch der Beratungsaufwand, der normalerweise von unserer Seite für unsere Kunden dort angesetzt wird. Das heißt, hiermit haben Sie eine klare, ja, auch Aussage, was kostet das, wie lange dauert so etwas, und das Gleiche auch für die anderen beiden Phasen. Zeitaufwand und Dauer sind hier sehr ähnlich für das Thema Continuous Deployment. Und wenn wir uns das nochmal für die Phase 3 anschauen, für das Continuous Testing, hier haben wir einen etwas längeren Zeitraum, den wir bei unseren Kunden dort sehen, je nachdem, wie auch die, ja, Testautomatisierungserfahrung im Unternehmen gegeben ist. Also hier angefangen von der, ja, Erarbeitung der Teststrategie, Umsetzung der, ja, Testumgebungen und ja, ich sag mal, der Implementierung eines Continuous Testing Ansatzes und natürlich auch das Enablement Ihrer Teams, das dann entsprechend umzusetzen. Das Ganze ist in einem Liefermodell dokumentiert und, ja, was vielleicht die Software AG-Affinen unter Ihnen sehen, das Ganze ist auch technisch in ARIS, unserem, ja, Prozessmodellierungstool, umgesetzt und dokumentiert. Steht Ihnen allen auch in einer Browserumgebung zur Verfügung, oder für diejenigen, die sogar ARIS im Einsatz haben, denen können wir das auch als ARIS-Datenbank zur Verfügung stellen, wo für die einzelnen Phasen, für die einzelnen Schritte auch im Detail beschrieben ist, wie tue ich das dann wirklich so als, ja, Kochbuch, um, ja, DevOps mit Natural One auch in die Tat umzusetzen. Was sind die Hauptarbeitspakete? Ich glaube, für die Phase 1, die wir gerade eben hatten, ja, die Planung der Implementierung für die teambasierte Entwicklung, die Installation, das Deployment, Testen und Training. Das sind im Prinzip die Hauptarbeitspakete, die wir dort mit unseren Kunden angehen. Das Gleiche für die Phase 2, wenn es um das Continuous Deployment geht. Eigentlich hier ähnliches Vorgehen, Planung, Installation, Test und Training und natürlich die gesamte, ja, Erarbeitung und Bereitstellung der entsprechenden Umgebung.
Phase 3, auch hier mit dem Schwerpunkt dann Testen, Installation der Test-Tools und Testumgebungen bis hin zum entsprechenden Continuous Testing. Was sind die Dinge, die Sie von uns erwarten können? Was sind die Arbeitsergebnisse oder wie man so schön neudeutsch sagt, Deliverables? Einen Implementierungsleitfaden, das heißt eine Dokumentation, die Sie auch Ihren Kollegen und neuen Mitarbeitern dann an die Hand geben können. Wie sieht ein modernes Entwickeln in Adabas Natural aus? Wie sehen die entsprechenden Umgebungen aus? Wie sieht eine Versionskontrolle aus? Wie sehen die Skripts für das Continuous Testing aus? Und natürlich die entsprechenden Umgebungen und die Skripts, um da das automatische Deployment dann auch anzustoßen. Jetzt haben Sie im Prinzip in den letzten 5 Minuten gesehen, was sind die Schritte und Aktivitäten, bei denen wir Ihnen das Kochbuch an die Hand geben. Die nächste Frage, die ich Ihnen gerne beantworten will, ist, wenn wir bei dem Bild des Kochens bleiben, wie sieht der Kochkurs dazu aus? Das heißt, welche Trainings bieten wir Ihnen an? Und hier haben wir in der letzten Zeit sehr viel getan und investiert, um neue Kurse anzubieten, sowohl für den Applikationsentwickler, für den DBA, als auch für EntireX. Und ich sag mal, die wichtigste Nachricht für Sie auf der Folie ist, es gibt einen neuen Kurs für agile Entwicklung mit Natural One, jetzt noch im Dezember. Das heißt, Sie können im Prinzip sich heute Nachmittag dafür schon anmelden, mir einfach eine Mail schicken oder dem Herrn Jolcic, dann können wir das in die Wege leiten. Das sind im Prinzip 3 Tage vom 12. bis 14. Dezember, gerade für die Umsteiger, die im Prinzip lernen wollen, wie die neue Umgebung aussieht. Parallel dazu gibt es die neuen Kurse zu Adabas und Natural Fundamentals, als auch die, ich sag mal, erweiterten Natural Programming Kurse. Das heißt, auch wenn Sie neue Mitarbeiter haben, die in das Thema Adabas Natural einsteigen und dort entwickeln sollen, sind das die Kurse, die heute schon verfügbar sind. Bis Ende des Jahres werden wir auch für Natural eine Zertifizierung anbieten, das gleiche für Natural One dann Anfang nächsten Jahres. Und auch da wird es weitere Kurse geben für die DBAs, als auch für die Kollegen, die sich mit EntireX Entwicklung und Administration beschäftigen. Wichtig ist für uns, wir wollen Ihnen dort wirklich alle, Skills an die Hand geben, um diesen Weg dann auch erfolgreich zu gehen. Die ganzen Kurse sind jetzt auch nochmal erneuert worden, um auch, der Erwartungshaltung, im Extremfall Studenten von der Uni gerecht zu werden, die im Prinzip auch neue, Methoden und Umgebungen erwarten, wie ihnen heute Wissen beigebracht. Letzter Punkt, wenn Sie Beratungsunterstützung brauchen, steht Ihnen natürlich das Team der Beratungseinheiten der Software AG in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz zur Verfügung, um dort tatkräftig mit Ihnen das Thema anzugehen. Das heißt, Beratungsleistungen um Fragen, wie binden Sie vorhandene Tools, die bei Ihnen im Unternehmen im Einsatz sind, bestmöglich ein? Gibt es Best-Practice-Erfahrungen der Software AG? Was ist das richtige Versionierungstool beispielsweise? Was würden wir dort empfehlen? Wie laufen die Prozesse eigentlich im Detail? Wie sieht das mit der Automatisierung aus? Wie befüllen Sie initial Ihre Repositories, wie ändern sich die Arbeitsprozesse und das Ganze dann auch in einem Proof of Concept zu beweisen, dass es wirklich in Ihrer Umgebung funktioniert, um dann auch die interne Kommunikation voranzutreiben und alle Beteiligten mitzunehmen und abzuholen mit einem hausinternen, lauffähigen System.
Parallel dazu bieten wir Ihnen natürlich auch Leistungen an, wenn es um die reine Installation der Umgebung geht, Anpassungen Natural One an Ihre Spezifika basierend auf Ihrer Systemarchitektur. Das Thema der Tools hatten wir gerade diskutiert. Wie sieht da der beste und schnellste Weg aus, um das entsprechend umzusetzen? Jetzt haben wir häufig Kunden, die sagen, die Angebote sind gut, aber ich weiß heute noch gar nicht, welche Dienstleistungen ich morgen von euch brauche. Ich suche eigentlich einen einfachen Weg, mir im Vorfeld, ich sag mal, die Möglichkeit zu kaufen, flexibel Dienstleistungen abzurufen. Hier haben wir ein neues Angebot, was sich Customer Success Packages nennt. Dort kaufen Sie einmal ein Paket an sogenannten Credit Points. Das heißt, ähnlich wie bei einer Telefonkarte, Small, Medium, Large, laden Ihre Karte auf und können dann im nächsten Schritt aus einer Liste an vordefinierten, fest bepreisten Dienstleistungspaketen dann auswählen und abrufen. Das heißt, das über eine Laufzeit von, sagen wir mal, 12 bis 36 Monaten bekommen Sie damit dann die Unterstützungspakete, die Sie im Prinzip brauchen. Gerade jetzt, ich sage mal, das Jahr nähert sich dem Ende. Wir haben Herbst, die Budgets laufen so langsam aus. Auch das im Prinzip eine Möglichkeit, wenn heute noch Budgets da sind, die noch genutzt werden sollen, ist das, glaube ich, ein sehr smarter Weg, das entsprechend zu tun. Die Services und die Pakete von den kleinen Paketen bei 40.000 anfangen bis zu sehr großen Paketen im Drei-Jahres-Kontext stehen Ihnen damit im Prinzip alle Möglichkeiten offen, flexibel die Unterstützung einzukaufen, die Sie brauchen. Gerade im Adabas Natural-Umfeld sind das Pakete, die sich zum einen auf Reviews beziehen, aber auch auf Go-Live-Support im Bereich Adabas und Natural. Wir haben auch einen flexiblen Service, wo Sie im Prinzip definieren können, was innerhalb von, ich sag mal, 5 Tagen an Dienstleistungen erforderlich ist. Wir haben auch Pakete, wo es um Urlaubsvertretung Ihres DBAs geht oder im Bereich Natural One, worüber wir heute reden, das Aufsetzen der Repository-Based Team Development Umgebung und CI. Da im Prinzip all das, was Ihnen im Prinzip hilft, Ihre Umgebung effizienter und schlagkräftiger zu machen. Auch das können Sie über uns in Anspruch nehmen. Wie würden Sie das tun? Ich sag mal, ein Vorschlag von unserer Seite für einen ersten Schritt ist ein eintägiger Workshop, wo wir mit Ihnen Ihre Anforderungen im Bereich Adabas Natural Ausrichtung angehen, mit Ihnen die Roadmap diskutieren und im Prinzip die Vorgehensalternativen diskutieren und Ihnen einen Vorschlag machen, was ist da der nächste und beste Weg. Wen kontaktieren Sie dort? Dort unten ist die E-Mail-Adresse consulting-sales@softwareg.com. Dort stehen Ihnen die entsprechenden Kollegen dann zur Verfügung, um die Details zu diskutieren. Damit würde ich auch gerne die Frage- und Antwortrunde einläuten. Sie können im Prinzip über Raute 6, wie man auf Deutsch sagt, an Ihrem Telefon sich freischalten oder alternativ im Prinzip im Fragen- und Antwortenbereich direkt Ihre Fragen an den Svonimir, die Angelika oder mich dann entsprechend loswerden. Ja, danke Marc, danke Angelika und Svonimir für den Vortrag. Wie bereits erwähnt, starten wir jetzt unsere Fragerunde. Und vorneweg noch ein kurzes Sorry von mir, Bezug nehmend auf den Anfang. Ich habe gesehen, dass Sie alle schon
fleißig das Q&A-Panel genutzt haben und uns von dort schon ihre Standorte mitgeteilt haben. Das habe ich vorhin in der ganzen Hektik wohl übersehen. Also ich will das einfach nur noch mal kurz nachholen. Also wir haben wirklich hier viele Teilnehmer aus Österreich, aus Freiburg, Darmstadt, sehe ich hier Nürnberg, Dresden und so weiter. Also sie haben quasi das Q&A-Panel schon entdeckt und deswegen möchte ich Sie dann jetzt auch bitten, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie das jetzt auch gerne nutzen, dort Ihre Frage an unsere Experten richten oder wenn Sie direkt über Telefon Ihre Frage formulieren möchten, dann Raute 6 zum Unmuten und kurz Ihren Namen und dann Ihre Frage. So, wir haben im Vorfeld schon eine Frage bekommen von Herrn Glausch. Da ging es darum, ob Natural One eine 64-Bit-Anwendung ist. Wer kann das beantworten? Angelika vielleicht? Markus, ich würde das glatt beantworten. Das funktioniert sowohl als 64-Bit als auch als 32-Bit. Das ist letztlich eine Eclipse-basierte Anwendung. Das ist Eclipse selbst als Java-Komponente und das läuft in beiden Modi. Aber natürlich heute eine 64-Bit-Anwendung ist State of the Art. Gut, danke. Ja. Dann die zweite Frage von dem Teilnehmer war, ob Natural One auch unter C-Programme installiert werden kann. Ich gehe davon aus, dass es dann auch der Fall ist. Das ist grundsätzlich auch dorthin installierbar, weil man einen Eclipse auch dorthin legen könnte, aber wir haben von der Installationsvorgehen immer die Installation in dem Software geunterordnet als recommended. Genau, okay. So, dann hatten wir im Verlauf des Webinars eine Frage zu Spot, aber die hattest du schon beantwortet, Sonimir. Ich glaube, da brauchen wir dann nicht mehr weiter. Noch mal ganz kurz, ich würde es trotzdem noch mal kurz sagen. Ja, also Spot wird natürlich vollumfänglich unterstützt, auch weiterhin. Es ist vom Ansatz ja auch vergleichbar, was die eigentliche Ausführung der Anwendung angeht. Aber wie schon erwähnt, die Innovationen fließen in Natural One, weil einfach durch dieses Eclipse-basierte Tool, was auch vielen Neuentwicklern eher vertraut ist, hat man viel automatisch mitgewonnen, wie die ganze Verdrahtung zu den Repositories, die Verdrahtung zu den Open-Source-Tools, die man integrieren kann, zum Issue-Management. Das kriegt man quasi durch die Nutzung von Eclipse als Basis für Natural One alles geschenkt. Okay. Danke, Sonimir. So, dann hätten wir jetzt noch immer ein bisschen Zeit für weitere Fragen. Wenn Sie noch eine Frage stellen möchten, bitte einfach kurz Raute 6 auf dem Telefon zum Unmuten. Dann können Sie Ihre Frage stellen oder den Chat benutzen, beziehungsweise das Q&A-Panel. So, da haben wir noch Fragen. Nochmal, Herr Klausch, gibt es eine Natural One Testversion? Kann man Natural für Studio und Natural One parallel auf einem PC betreiben? Sonimir, willst du nochmal antworten? Ja, die Frage ist, ob man Natural Studio und Natural One auf einem PC betreiben kann. Ja, das geht. Genau, und dann beides installieren. Ja, und vorher war noch die Frage, ob es eine Testversion zu Natural One gibt. Eine Testversion zu Natural One, das kann vielleicht Angelika an der Stelle besser beantworten. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt nicht mehr mute. Ich war vorhin noch auf mute. Ja, die gibt es. Es gibt eine Natural One Community Edition zum Free Download. Aber natürlich können wir auch einen Testvertrag machen
wo Sie dann eine volle Natural One-Version zum Testen haben können. Okay, danke Angelika. Dann haben wir die nächste Frage. Was ist nach dem Umstieg mit der Natural-Befehlszeile für Abruf von zum Beispiel aktive Referenzen in Klammern LX oder Abruf von Fehlermeldungen? NNNN, also das ist dann schon sehr technisch. Die Frage. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau verstehe. Zunächst ist es so, Fehlermeldungen werden im Natural One zunächst in der Umgebung schon vorneweg durch das Parsing erkannt, auf was allem, was Teil der Entwicklungsumgebung ist. Dadurch hat man im Natural One den Vorteil, dass vieles an Fehlern, auch Compiler-Fehlern, schon im Natural One vorher geparst werden, analysiert werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch Komponenten, die nicht in der Entwicklungsumgebung sind, und die eigentliche Ausführung findet ja auch weiterhin in der Entwicklungsumgebung selbst statt. Das heißt, nicht alles wird lokal beim Entwickler ausgeführt. Das geht auch meistens gar nicht, weil einfach hybride Anwendungen vorliegen, wo in der Entwicklungsumgebung auch Zugriff auf andere Datenbanken, auf vielleicht COBOL-Code, auf andere Module stattfinden. Und da ist natürlich die Ausführung weiterhin effektiv auf eine Entwicklungsumgebung, und da greifen dann auch die Referenzen, die dort sind, und auch die Fehler, wenn das dort zur Ausführung kommt. Ja, und also wir werden nur den Editor, diesen Greenscreen Editor, als Entwicklungsumgebung, das heißt zum Editieren von Sources und als wirklich Entwicklungsumgebung nicht mehr zur Verfügung stellen. Alles andere, wo zum Beispiel auch Produkte, die den Editor nutzen, intern nutzen oder auf die Command-Line stehen, weiterhin zur Verfügung. Beantwortet das die Frage? Ja, ich hoffe, dass die Frage dadurch beantwortet wurde. Wenn nicht, dann gerne nochmal Rückfrage stellen. So, dann nächste Frage haben wir von dem Teilnehmer Lars Durchholz. Die Frage lautet, kann das Aussehen der Natural Masken, also Farben, Textgröße, Tastenbelegung, Größe der Buttons und so weiter, geändert werden? Fokus setzen auf entsprechende Felder, setzen möglich unkompliziert wie bei Host on Demand. Die Frage klar, wer möchte die beantworten? Also ich bin nicht sicher. Ich bin jetzt kein Anwendungsentwickler, aber wir können mit Natural One natürlich auch die Masken bearbeiten, und deswegen gehe ich davon aus, dass dann auch solche Dinge wie Farbe und Textgröße da auch entsprechend verändert werden können. Also Sie können mit Natural One in den Sourcen machen, was Sie auch im Mainframe auch machen können. Ja, also hier ist vielleicht wichtig zu verstehen, wir ändern durch Natural One nicht die Anwendung, wie sie läuft, für die Endnutzer der Applikation. Natural One zielt auf den Entwickler als solchen ab. Das heißt, denjenigen, der die Anwendung entwickelt und den Quellcode schreibt und das zur Ausführung bringt. Und man hat auch im Natural One verschiedene Stylings, um die Anwendung, die ja quasi dort in einer webbasierten Browserumgebung aufgeht, dann auch anzupassen. Ja, also nochmal zur Klarstellung. Natural One kann verwendet werden zur Entwicklung von Mainframe-basierten Anwendungen mit dem jetzigen, also wenn Sie zum Beispiel Terminal-Interface jetzt für die Anwendung haben, das kann auch weiterhin so bleiben. Das machen Kunden auch so, die bewusst für die Benutzer Terminal charakterbasierte Benutzerschnittstellen haben, weil das für die Benutzer einfach effizienter ist. Sie können mit Natural One aber eben auch sehr effizient browserbasierte Anwendungen erstellen, beziehungsweise zusätzlich zu den charakterbasierten User Interfaces eben auch ein browserbasiertes anbieten. Okay, danke. So, dann haben wir noch zwei Fragen reinbekommen.
Christina Möllenberg fragt, was ist mit Natural ESPF? Wird es weiterhin geben? Das ist von dieser Änderung unberührt. Also wenn Sie Natural ESPF verwenden für Ihre Entwicklung, dann können Sie das weiterhin tun. Dann auch dazu noch die Nachfrage, auch den Editor? Ja, das, wie gesagt, der Editor wird von einigen Produkten verwendet und das wird auch weiterhin so sein. Wir wollen ihn nur für die Natural Standard Entwicklungsumgebung nicht mehr, sondern dann durch Natural One ersetzen. Wir empfehlen aber trotzdem aus den genannten Gründen eine Transformation, einen Übergang auf Natural One auf längere Sicht. Okay, danke. Dann nächste Frage von dem Teilnehmer Graz Kummetz. Gibt es Schedule Deployment, das heißt Verkürzung der Kompilierungsphase, um die Downtime zu verkürzen? Ja, also an der Stelle würde vielleicht ich antworten. Also zum einen das ganze Thema Deployment kann in etablierten Umgebungen so bleiben, wie es auch bisher ist. Wie das auch in meiner Grafik gezeigt wurde, können da auch weiter Tools wie N2O, Endeavor oder beispielsweise das SysOBJH eingesetzt werden, um Deployments zu machen. Das Continuous Integration DevOps Thema zielt in erster Linie Schritt Step 1 dahin ab, im Prinzip bis zu der Testumgebung zu kommen, der Entwicklungs- und Testumgebung, von der aus dann das Deployment stattfindet. Erst in der nachliegenden Phase konzentriert man sich auf das Deployment-Thema, aber auch hier wollen wir das Deployment insbesondere auch nochmal im Produkt optimieren und arbeiten da daran, dass wir noch bessere Hot-Deployment-Mechanismen anbieten im Natural-Umfeld, um quasi mit minimaler oder gar keiner Downtime hier von einem Versionsstand in den nächsten zu kommen. Okay, danke. So, das waren bis jetzt alle Fragen, aber wir bleiben mal noch eine Minute online. Wenn Sie jetzt noch last minute irgendeine Frage stellen möchten, können Sie das gerne tun. Q&A-Panel steht zur Verfügung oder gerne dann auch direkt am Telefon. Ansonsten, wenn Ihnen eine Frage erst später nach dem Webinar einfallen sollte, können Sie natürlich auch jederzeit gerne Ihren persönlichen Software-AG-Ansprechpartner kontaktieren oder Sie können uns an die hier gezeigte E-Mail-Adresse consulting-sales@softwareag.com eine E-Mail schreiben, da steht Ihnen dann auch nochmal das gesamte Team an Moderatoren aus dem heutigen Webinar Rede und Antwort für Ihre Fragen. Ansonsten denke ich, sind keine weiteren Fragen hier. Deswegen würde ich nochmal ganz kurz einen Hinweis geben, wenn Sie sich das Webinar nochmal später anschauen möchten. Es gab da wohl auch einige Audioprobleme. Manchmal waren wir wohl zu leise zu hören. Wir versuchen da die Aufzeichnung nochmal an den entsprechenden Stellen lauter zu machen und werden die dann hochladen, entweder auf den also auf dem Software AG YouTube-Kanal oder auch dann zu finden auf Webinare on Demand auf unserer Homepage softwareag.com. Da können Sie sich dann alles nochmal anschauen. Ansonsten denke ich, werden wir ja, das Webinar jetzt schließen. Möchte mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bei unserem heutigen Webinar bedanken und wie gesagt, der Hinweis auf Fragen im Anschluss stehen wir Ihnen gerne nochmal zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank auch an Angelika, Toni, mir und Marc, unsere Sprecher heute.
Und dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen bzw. Wiederhören. Vielen Dank. Danke, Wiederhören.